Hallo und herzlich willkommen bei Miga Caravan auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben hier ein wunderschönes Fahrzeug, habe ich euch schon vorgestellt, einen Hümer aus Österreich. Und hier kriegen wir ja einen, ich sage jetzt einfach mal Mega-Umbau. Und jetzt wollte ich euch hier natürlich ein bisschen mitnehmen, weil ich hatte auch einen Zuschauerwunsch, der gesagt hat, Mensch, wenn ihr das Fahrzeug umbaut, macht da mal ein paar Filmchen drüber, damit wir das ein bisschen mitverfolgen können. Und das möchte ich natürlich auch hiermit bewerkstelligen. Hier haben wir, ihr seht, weil wir hier natürlich wirklich alles umbauen, also so gut wie alles, nagelneues Hümer-Fahrzeug. Ich versuche es einmal kurz aufzulisten, was wir hier alles tun. Kühlschrank wird rausgebaut, Kompressorkühlschrank wird eingebaut, Toilette wird ausgebaut, Cinderella-Verbrennungstoilette wird eingebaut, Solaranlage wird draufgebaut, Wechselrichter wird draufgebaut, etliches Lithium-Batterie wird draufgebaut, Ladebooster und. Also hier kommt richtig was. Hier ist richtig was zu tun. Drum auch, wie ihr seht, wie wir arbeiten, alles abgeklebt, seitlich alles abgeklebt mit Folie, die ganzen Möbel abgeklebt, hier die Eingangsfläche, wo man reingeht, wird sauber abgeklebt. Überall, wo wir irgendwas immer wieder vorbei müssen, hier die Arbeitsflächen werden abgeklebt, damit wir hier wirklich nichts kaputt machen bzw. nirgends hängen bleiben. Drum kleben wir auch hier zum Beispiel die Kanten ab von den Möbeln, auch hier die Kanten ab von den Möbeln. Hier oben wird abgeklebt, überall in der Nähe, wo gearbeitet wird. Das ist halt ganz wichtig. So, hier haben wir schon mal die erste Baustelle. Wir sehen, dass wir nichts mehr sehen. Kühlschrank ist raus. Das Fach wird jetzt dementsprechend vorbereitet für den Einbau des Kompressorkühlschranks. Sprich, was gehört da alles dazu? Was müssen wir beachten? Zum Beispiel müssen wir beachten, dass wir die Gasleitung dementsprechend umbauen. In dem Fall müssen wir die natürlich totlegen, wo der Kühlschrank angeschlossen war. Was jetzt hier ganz praktisch ist, weil wir das natürlich dann gleich für die Nachbarsache brauchen, weil da dahinter wird die Cinderella-Toilette verbaut. Also ihr seht, dass wir hier schon ganz schönes Fach haben. Und hier oben sehen wir auch gleich die Durchbrüche hier und hier. Da kommen wir mal mit der Solaranlage dementsprechend dann rein. Passt sich gut an, weil hier können wir dann sauber arbeiten. Und oben auf dem Dach sind wir dann unter einer Platte. Da fällt es dann gar nicht so ins Gewicht und optisch auch schön, damit man das nicht so sieht. Dann schauen wir mal, halt, andersrum wollte ich es machen, damit man ein bisschen mehr sieht hier drin. Dann schauen wir mal weiter und zwar hier in die Baustelle. Das ist unsere größte Baustelle mit. Ihr seht, dass wir hier die Cinderella-Toilette verbauen. Die herkömmliche Toilette ist natürlich raus. Jetzt müssen wir die natürlich, hier ist alles sehr eng, so positionieren, dass die Herrschaften auch sauber drauf sitzen können. In der Position funktioniert es mit am besten, damit man die aber auch sauber bedienen kann und auch dementsprechend alles sauber funktioniert. Dann müssen wir natürlich noch unseren Kanal legen. Dabei müssen wir den Schrank darüber komplett verändern. Das ist leider so, da bleibt uns nichts anderes übrig, damit wir eben seitlich mit dem Kamin schön hochkommen, um dass wir die Entlüftung sauber legen können und dann natürlich die Entlüftung runter auf den Boden, damit wir da auch sauber arbeiten können und die Entlüftung sauber durchgeht. In der Cinderella selber seht ihr, wie das ausschaut. Auch hier muss man dann einen Gasanschluss dementsprechend sorgen. Ist natürlich hier prädestiniert dafür, weil wenn ich jetzt hier mal testen darf, hier haben wir gleich den Griff, passe ich wunderbar her, kann ich mich schön hersetzen. Also das ist echt eine tolle Sache. In dem Bad schaut super aus. Also richtig toll. Haben wir noch schön viel Platz, kommt man noch sauber ans Waschbecken hin, zum Händewaschen und so weiter. Also das ist echt geschickt. Das passt ganz gut. Dann schauen wir weiter ins erste
Elektrikfach, das haben wir hier. Hier haben wir schon mal grob die zwei Solarregler angeordnet. Warum zwei? Weil von der Dachgröße her mussten wir zwei verschiedene Platten nehmen. Also wir haben drei Platten insgesamt. Aber es muss man sich natürlich auch immer vom Platzangebot richten auf dem Dach dementsprechend. Und hier wollen wir die Solarregler dementsprechend installieren. Und wo ich jetzt stehe, gehe mal einen Schritt zurück. Da wollen wir dann hier unten, ist das Batteriefach, das aktuelle Batteriefach. Und hier wollen wir die Lithium einbauen und den Wechselrichter dementsprechend. Da haben wir auch schön Platz, dass da alles sauber und ordentlich verbaut werden kann. Machen wir wieder zu, damit wir da nirgends reinfliegen. Und ihr seht schon, vom Kabelziehen her muss man natürlich immer überall aufpassen. Da muss man teilweise hier die Blenden aufmachen, man muss da hinten durch und. Also das ist schon echt ein riesen Act, was hier stattfindet. Dass man natürlich sauber ordentlich arbeiten. Dann wird ein Elektrohauptschalter noch verbaut von der Firma Büttner. Der schaltet dann die Batterien komplett auf elektrische Art und Weise ab. Und dann wird hier oben ein kleiner Knopfdruck sein. Hoppala. Und dann kann man das Ganze ausschalten und das ganze Fahrzeug ist auf einen Schlag stromlos, was den Aufbau betrifft. Also auch das ist super klasse. Und auf den ganzen Umbau freuen wir uns tierisch, unsere Mitarbeiter auch, weil für uns ist das ja auch immer eine schöne Herausforderung und ein bisschen kniefeln, ein bisschen tun und alles schön sauber, ordentlich wieder einbauen und dann am Schluss das komplett fertige Projekt sehen, ist echt eine tolle Sache. Also da freuen wir uns schon richtig heftig drauf. Hier sehen wir den neuen Kühlschrank, da stehen beide nebeneinander. Ja, also so sieht der neue dann aus, der dann entsprechend eingebaut wird und der hat natürlich einen ganz anderen Wirkungsgrad. Also das ist natürlich eine ganz andere Sache, weil der Absauberkühlschrank ja immer mit der Heizpatrone schafft. Das haben wir hier dann nicht mehr, da brauchen wir keine Heizpatrone mehr, rein mit dem Kompressor und dann hat der anständige Kühlleistung und kriegt anständig Temperatur darunter und das macht richtig Spaß. Da haben wir die Kabel, die Sicherung dafür, das wird dann alles sauber verlegt und sauber angeschlossen. Da haben wir ja jetzt Platz, da sind wir ja da unten drin. Hier haben wir ja die ganze Gassituation schon rausgebaut, haben das dann dementsprechend, wenn wir das dann hier reinlegen. Und ja, also das, da freuen wir uns drauf, da haben wir richtig was zu tun. Und ja, da halte ich euch weiter auf dem Laufenden über die Fortschritte und wie es weitergeht halt. Aufs Dach können wir natürlich auch noch gucken. Das ist aber noch nicht fertig, also bitte hier nicht schimpfen, weil hier schaut es nur wegen wüstig aus. Hier haben wir schon zwei Platten drauf. Die dritte Platte kommt hier vorne drauf, aber da machen wir eben unter der Platte entsprechend die Dachdurchführung, damit das alles ordentlich dann verlegt und sauber ist. Genau. Da müssen wir auch ein bisschen Gas geben, damit wir hier fertig waren. Genauso haben wir heute einen kleinen Patienten da gehabt und da nehme ich euch jetzt noch mit dazu. So, jetzt sind wir wieder hier bei unserem kleinen Notfall heute. Wir sehen, dass wir hier eine Solarplatte sehen und der Kunde, der hat heute einen Termin gehabt, um einen Ladebooster zu verbauen. Und gleichzeitig hat er zu mir gesagt, Mensch Micha, wenn du schon auf dem Dach bist, guck doch mal bitte da oben nach dem Rechten, weil meine Solaranlage, habe ich das Gefühl, die funktioniert gar nicht. Und ich habe mir gedacht, okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben eh die Sitze heraus und messen mal durch. Also, ich muss jetzt hier mal wieder wegen vorsichtig sein in meiner Formulierung. Ich weiß, ich versuche das Ganze auch, aber es ist schon echt harter Tobak. Der Kunde hat hier ein Fahrzeug vom Händler bekommen. Letztes Jahr im April, glaube ich, hat er gesagt. Und eben der Händler hat ihm verbaut eine Solaranlage und eine zweite Aufbaubatterie. Ich nehme auch an, hier diese Sattschüssel
Und jetzt schauen wir uns mal an, wie er es verbaut hat oder beziehungsweise wie das verbaut worden ist. Also erstens einmal kann man so machen, diagonal den Kabelkanal einfach hier diagonal da durchlegen. Finde ich zwar jetzt optisch nicht wirklich ansprechend, aber gut, es ist die optische Seite. Ansonsten rein funktionell spricht natürlich nichts gegen eine diagonale Verkabelung oder Kabelkanalverlegung, aber ich finde es halt nicht schön. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur optische Sache. Was allerdings ich schon wieder sehr fraglich finde, ist die Seite hier. Und zwar haben wir hier die Solaranlage und hier haben wir Satzschüssel und keine Ahnung. Er nimmt eine Dreierdose und führt durch die Dreierdose hier vier Kabel durch. Das heißt, die Solaranlage geht hier durch eins durch, die hier schon mal, wenn ich hier schon mal grob drehe, ist hier schon mal alles locker. Dann haben wir das nächste Problem. Hier ist einfach mit ein bisschen Kit zugeschmiert, weil zwei Kabel durch eine runde Öffnung durchführen. Das kann nicht dicht werden. Also das ist immer so ein kleines Problem. Auf Dauer ist es schwierig, sollte man unbedingt ändern, weil ich behaupte, dass das mit der Zeit Explosion gibt. Dann die ganzen Kabel, wo hier einfach lose ohne Kabelkanal hier rumliegen, finde ich jetzt auch nicht unbedingt prickelnd. Ja, es ist nur ein kurzes Stück, kann man auch tun. Aber schön ist was anderes, weil wie man hier sieht, hängen da schon Äste drin überall. Jede Bewegung, gerade in dem Bereich, ihr seht, was hier passiert, da bewegt sich nämlich das ganze Teil hier mit. Und da kann ich euch erzählen oder beziehungsweise abwarten, was da passiert, wenn das Ding 2-3 Jahre alt ist. Dann steht der Kunde wieder hier am Hof oder bei seinem Händler am Hof, wo das so toll montiert hat. Weil die ganze Chose hier durch Vibrationen hier alles wieder undicht ist. Also, sorry Leute, so geht's gar nicht. Ist meine Meinung. Ist einfach nur meine Meinung, ist wertfrei. Ich würde das so nicht montieren. Aber jetzt komme ich dann letztlich zum nächsten Punkt. Und warum ich das zeige, ist nicht, da baue ich auch gleich wieder vor, was mir ja auch schon unterstellt worden ist. Es ist nicht um Klicks zu erreichen, um Abonnenten zu erreichen oder um sonst irgendwas, sondern einfach nur, um jeden, der sein Fahrzeug holt, akribisch auch zu prüfen, was er verbaut bekommen hat, was er dafür bezahlt hat und ob das Ganze auch funktioniert und wie es denn auch verbaut ist. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, sowas, wenn ich bei meinem Fahrzeug so verbaut kriege und muss dafür auch noch Geld zahlen, ist es fraglich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Noch dazu, wenn das kommt, was ich euch jetzt zeige, was nämlich dann der Oberknaller ist. Dazu gehen wir jetzt mal ins Auto. So, jetzt sind wir im Fahrzeug und wir sehen da hinten, wo die Kabel von oben kommen. Da komme ich jetzt mit der Kamera nicht hin. Da oben ist dann die Dachdurchführung. Das ist soweit in Ordnung, bis auf die Dachdurchführung, wo ich euch gerade vorhin gesagt habe. Und jetzt komme ich hier mit meinen Kabel runter und dann macht er hier so eine richtige, fette, schöne Listerklemme drauf, was im Kfz-Bereich ja schon mal wieder ein absolutes No-Go ist. Geht nicht, eine Listerklemme. Das ist weder professionell noch ist es die richtige Lösung. Dann hier, ich nehme an, dass dieses Kabel eine Solarvorbereitung war, weil das sauber verlegt ist. Hier sehen wir auch die drei gelben Strichle. Das ist so typisch als Solarvorbereitung. Aber er klemmt halt einfach hier mit einer billigen Listerklemme die Thematik hier an. Wichtig ist jetzt nicht, dass die Listerklemme billig oder teuer ist, sondern eine Listerklemme im Fahrzeug geht nicht. Durch Vibrationen werden die Schrauben aufgehen, werden die Schrauben mit der Zeit locker. Drum gibt es keine Listerklemme. Entweder verlöten, anständig verschrumpfen, verschweißen oder Vakuumklemmen nutzen im Kfz-Bereich, dass es geklemmt ist, dass es gegen Vibrationen und Lösen der Schrauben geschützt ist. Das ist ein absolutes No-Go. So, genau so, ohne Schutz drumherum, ohne alles, liegt es da unten drin, in dem Fach, wo einfach der Boden drüber geknallt ist.
Und jetzt gehe ich mal mit euch vor. Das ist dann der Oberknaller. Wie gesagt, der Kunde hat moniert, dass die Solaranlage keinen Ertrag bringt. Upsa. Wir haben hier den Sitz runter gemacht, weil wir eben einen Booster verbaut haben. So, und jetzt schaut mal das an. Das ist das Kabel, wo oben als Solarvorbereitung, hier wieder mit dem gelben Band drumherum, rauskommt. Und dieses Kabel lag hier mit Isolierband einfach zusammengeknüllt unten drin. Also im Klartext, die Solaranlage war hier gar nicht angeschlossen. Es war gar kein Solarregler verbaut und die Kabel waren einfach lose hier unten reingeschoben, zusammengeknickt, reingeschoben. Das war's. So kann natürlich von der Solaranlage kein Ertrag runterkommen. Das geht nicht. Wir brauchen hier einen Solarregler und der muss natürlich vernünftig verbaut werden und vernünftig angeschlossen werden. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Und ja, somit tut es mir leid für den Kunden, weil er was für was bezahlt hat, was er überhaupt nicht bekommen hat. Und wie gesagt, also es ist nicht nur eine Unverschämtheit, sondern das ist schon eine ganz, ganz große Sauerei. Also das geht gar nicht. Das ist auch wieder so ein Klassiker, aber egal. Es ist leider so, wie es ist. Und dass hier der Händler nicht noch den einzigen Push so gemacht hat, hat er nochmal eins oben drauf gesetzt, nämlich unter dem Sitz. Da haben wir dann auch nochmal drunter geschaut. Da sage ich euch dann, da blende ich euch ein Bild ein. Zum einen, ihr seht es jetzt, hat er die Batterien, die zweite Batterie ist eine ganz andere Marke wie die Erstbatterie. Auch das ist ein absolutes No-Go, das geht überhaupt gar nicht. Das Problem ist, wenn ich zwei unterschiedliche Batterien nehme, die arbeiten nie vollkommen identisch, weil es nicht die gleichen Zellen sind. Da liegen Nuancen dazwischen und das gibt nur Mecker auf Dauer. Die Batterien verschleißen viel schneller, das funktioniert alles nicht, das ist alles Pfusch. Das zweite ist, an dem Pluspol vorne wie an dem Pluspol hinten haben wir Verbraucher dranhängen. Auch das geht wieder gar nicht. Habe ich schon oft genug in Videos erklärt. An einem Pluspol hängen alle Verbraucher, an den anderen Pluspol hängt nur ein einziges Kabel. Das ist nämlich die Verbindung, die Parallelschaltung zur zweiten Batterie. Beim Minuspol ist dann genau der umgekehrte Anschluss zur Folge leisten, dass eben der Diagonalanschluss gewährleistet ist. Und wenn man das nicht einhält, ja, dann brauche ich mich eben nicht wundern, wenn Batterien schnell verschleißen und wenn das alles nicht richtig funktioniert. Noch dazu bemängel ich auf der Seite den Kabelquerschnitt, weil wir haben einen großen Wechselrichter da noch eingebaut, wo ich auch sage, der Kabelquerschnitt lässt sein Übriges erahnen. Man kann es sicherlich alles so machen, wenn man jetzt nicht alles übermäßig mega beansprucht, dann hat es alles seine Berechtigung, aber safe und sicher ist was anders und ich sage jetzt mal, wenn man für so einen Einbau auch noch Geld bezahlen muss und auch noch Arbeitszeit bezahlen muss, dann finde ich es schon echt eine Riesensauerei, wenn ich so ein Neufahrzeug in der Art und Weise verschandle und dann dementsprechend so damit umgehe. Ach, liebe Camper, wie gesagt, das Video ist nicht dafür da, um hier wieder irgendwas zu demonstrieren, zu schimpfen über andere, darum geht's nicht, sondern ich bin einfach der Auffassung und ich finde, dass auch wir das uns auf die Schulter schreiben müssen. Wir stehen auch zu unseren Fehlern, wir machen auch Fehler, das ist gar nicht die Frage. Auch uns passiert mal was, auch wir vergessen mal was, wir sind alle auch nur Menschen. Nur dann muss ich natürlich wirklich sofort dazu stehen und wenn mich ein Kunde anruft, du, da geht was nicht, da kommt was nicht, da ist was nicht, dann sage ich, du, pass auf, dann tut's mir leid, dann, wenn es dir auf dem Weg liegt, komm nochmal vorbei oder wir fahren sogar zu dir. Auch das bieten wir an, weil ja dann unsere Schuld, dann werden wir das auch tun und beziehungsweise auch dafür gerade stehen. Nur möchte ich halt hier wirklich sensibilisieren, dass wenn ihr irgendwo was einbauen lasst, kontrolliert das, was ihr wirklich bekommen habt. Weil hier wird
warum auch immer, echtes Schindluder getrieben. Entweder weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen, oder ich unterstelle hier gar keine Boshaftigkeit, aber man kommt da schon fast auf die Idee, dass es so ist, weil wenn ich sowas hier sehe, dass hier einfach die Kabel blank drin liegen, also ich meine, gut, es war hier auch, und das ist ja auch wieder so ein Klassiker, es ist ja nicht mal abgezwickt, sondern es war einfach nur billig Isolierband drüber. Und das war's. Wisst ihr, das geht nicht. Das ist alles bloß nicht fachmännisch. So macht man keine Elektrik. Das ist verboten. Das geht nicht. Und wenn dann irgendwann einmal die Bude hier abfackelt, weil irgend so ein Schwachsinn entsteht und Kurzschluss entsteht, weil ein Isolierband runterrutscht, weil Vibrationen da sind, weil es durchscheuert, weil, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das geht einfach nicht. Und ich möchte hier wirklich immer wieder nur betont darauf sensibilisieren, Leute, passt auf. Und es gibt sicherlich namenhafte Werkstätten, die sind toll, die sind super, das ist auch richtig so. Ich sensibilisiere da eher auf den Händler, auf den einzelnen Händler, die momentan natürlich auch stark überlastet sind, aber auch hier natürlich nicht pauschalisieren auf alle. Gottes Willen, nein, es gibt auch super, super, super Händler, die das super machen. Aber hier sieht man wieder den Klassiker, dass es halt einfach schwierig ist, wenn man sowas kriegt. Und da muss ich dann sagen, dann lasst halt lieber die Finger davon. Dann verbaut doch sowas nicht, wenn ihr es nicht könnt oder wenn ihr keine Lust dazu habt. Dann schickt den Händler gleich den Kunden gleich woanders hin, damit er da dementsprechend seinen Einbau kriegt. Wir sprechen hier von einem Neufahrzeug. Und ich weiß gar nicht, wie man ein neues Auto in der Form so verschandeln kann. Also das gibt's nicht. Und ich meine, ich verstehe das gar nicht. Also tut mir echt weh, im Herzen weh. Der Kunde ist auch stinksauer, was ich auch verstehe mit Recht. Das alles hier kostet einen Haufen Geld. Das ist ein schöner, vollintegrierter Etrusco. Ein wunderschönes Fahrzeug mit einer wunderschönen Raumaufteilung. Und da hat man ja richtig Spaß dran. Schön mit hellen Möbeln, alles schick, alles schön. Und dann soll doch sowas funktionieren und dann sollen wir doch sowas richtig einbauen. Das kann doch alles gar nicht sein. Ja, in diesem Sinn, das wollte ich euch einfach nur mit auf den Weg geben. Ein kurzes wieder mal Abendvideo. Es ist zwar nur hell draußen, aber es dunkelt auch schon. Aber gut, es ist auch sehr bewölkt die ganze Zeit. Passt auf, was euch da verkauft wird. Ich sensibilisiere da wirklich. Guckt, dass alles funktioniert und dass eure Akkus sauber angeschlossen sind, dass das alles hinhaut im gegebenen Fall. Auch nochmal selbst kurz eine Blickprüfung machen. Ihr seht ja auch, was kann, was nicht kann. Und in dem Fall, es muss halt einfach funktionell sein. Es muss funktionieren. Es darf nicht ausreichen, wenn einer sagt, ja, es funktioniert schon alles so, das ist normal. Weil das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Wenn der Kunde ein Gefühl hat, dass hier kein Solarertrag kommt, dann muss man dem nachgehen. Und das wird ja dann seinen Grund haben. Vielleicht ist falsch angeschlossen, vielleicht ist eine Sicherung kaputt, vielleicht ist irgendwas anderes defekt, was ja auch passieren kann. Aber wie in dem Fall ist ja nicht mal ein Regler verbaut und die Solaranlage, die hat noch nie gearbeitet. Schade. Na gut, so, nun bin ich hier soweit durch. Jetzt krabbeln wir hier mal wieder raus. Hau Rux, hier machen wir jetzt gleich noch abschließend die Prüfung, damit da alles passt. Und einen Solarregler habe ich jetzt noch bestellt. Da schauen wir jetzt, dass wir den Kunden hier natürlich noch helfen können. Die Elektrik, die kann ich jetzt noch nicht machen, aber da müssen wir auch mal gucken, da müssen wir auch mit ihm reden, wie wir das dann dementsprechend weitermachen. Hier haben wir heute Lieferung gekriegt. Eine richtig fette, große Palette Solbio. Die haben wir hier schon parat gestellt. Die fahre jetzt dann nur schnell rein. Die wird morgen noch verräumt. Weil Solbio ist echt ein tolles Produkt. Da haben wir wieder Bedarf gehabt, damit wir das wieder brauchen. Damit wir wieder vorrätig sind und alles wieder da haben. So, jetzt ist heute Dienstagabend. Und Leute, ich sag's euch, ich freue mich schon so auf dem Event. Das Wetter soll auch einigermaßen mitspielen. Die Woche ist ein bisschen durchwachsen, aber ab Freitag, habe ich gehört, wird es wieder schön. Und wir sind weiter in den Vorbereitungen. Wir freuen uns schon tierisch drauf. Ja,
Was soll ich sagen? Ich wünsche euch alle einen oder euch allen eine super gute Anreise. Kommt gesund hier an, passt gut auf euch auf und dann lasst uns alles ein schönes Wochenende verbringen. Da freuen wir uns drauf. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine gute Anreise, alles Gute. Vielleicht könnt ihr ja auch über eure erlebte Situationen einen kleinen Kommentar bei mir hinten unter dem Video hinterlassen, wie ihr das seht, beziehungsweise was bei euch so passiert ist, zufrieden, unzufrieden oder Anregungen, Tipps, würde mich immer freuen, wenn wir fleißig hier Kommentare bekommen. Genauso freue ich mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen hoch und über jedes weitere Abo, so wie wenn ihr das nächste nicht versäumen wollt, dann einfach die Glocke drücken, dann werdet ihr auch daran erinnert, weil ich vermute jetzt mal, ich werde die Woche jetzt gar nicht mehr groß dazukommen. Ich werde versuchen, am Donnerstag nochmal ein Fortschrittsvideo zu machen von unserem Hümer, wobei dann schon halb der Event am Starten ist. Da gucke ich mal, wie wir es reinkriegen. Ich verspreche da mal noch nicht so viel. Also, bis dahin, alles Gute, macht es gut, schöne Grüße aus Dingisbühl, bis bald, ciao, ciao.